Ein Tag nach dem Start des Sommertrainingslagers im bayerischen Grassau stand das erste Testspiel für den HSV auf dem Plan. Und zwar gegen den FC Wacker Innsbruck. Das freute auch Cheftrainer Tim Walter, genauso wie Jonas Meffert und Okan Aydin, die sich aus vergangenen Leverkusener Zeiten kennen. Diese spielten dann aber direkt zu Beginn gar keine Rolle mehr, denn der HSV kam sehr gut in die Partie und hatte nach nicht einmal 2 Minuten die erste gute Abschlusschance in Person von Sonny Kittel, der da einen zweiten Ball vor die Füße bekommt und dann direkt Volley abschließt. Der Keeper des österreichischen Zweitligisten parierte allerdings. Daniel Heuer-Fernandes wiederum musste bei der ersten Chance von Wacker nicht eingreifen. Okan Aydin verfehlte das Tor knapp. Es war ein abwechslungsreicher Beginn, in dem der HSV mehr Akzente setzen konnte. Das mit dem größten Ausrufezeichen folgte dann in der 16. Spielminute. Freistoß von Sonny Kittel und Jonas David ist zur Stelle und köpft zur 1:0-Führung für den HSV ein. Starker Laufweg des jungen Innenverteidigers, der sich nach dem Kittel-Freistoß da wuchtig gegen seinen Gegenspieler durchsetzt. Die Grün-Schwarzen wiederum konnten im Verlauf der ersten Halbzeit maximal kleinere Nadelstiche setzen. Dieser hier hätte aber beinahe wehgetan. Atsushi Saizen, der quirlige Japaner, visierte das lange Eck an, verfehlte dies aber knapp. Somit blieb es zur Halbzeit beim 1:0 für den HSV. Und im zweiten Durchgang gab es dann, wie gewohnt bei den Testspielen, viele neue Gesichter, unter anderem auch Sebastian Schonlau und Ludovic Reis, die genauso wie Jonas Meffert ihre Premiere im HSV-Trikot feierten. Stichwort HSV, der blieb auch zu Beginn des zweiten Durchgangs gefährlicher. Anzi Suchon, der durchaus ein belebendes Element war im Mittelfeldzentrum, kam nach etwas mehr als 47 Minuten abgefälscht zum Abschluss. Der Ball strich allerdings knapp rechts vorbei. Genau das gleiche der Fall bei Jeremy Duziak, der sich über die rechte Bahn durchsetzen konnte, dann aber nur das Außennetz traf. Nach der Duziak-Chance gab es dann eine längere Leerlaufphase, die erst in der 84. Minute beendet werden konnte. Dann hatte Ludovic Reis die große Chance auf das 2:0. Der Niederländer setzte sich da energisch durch und kam dann mit seinem schwächeren linken Fuß zum Abschluss. Beinahe also das Debüttor für Ludovic Reis. Das hätte sicher auch Tim Walter gefreut, der wie gewohnt aktiv und lautstark coachte und dann beinahe noch das 2:0 bejubeln konnte. Aber erneut war es Ludovic Reis, der etwas unglücklich im Abschluss daherkam. Und so kamen die Österreicher rund 4 Minuten vor dem Schlusspfiff tatsächlich noch zur unverhofften Ausgleichschance. Aber Raphael Gallet konnte die Vorlage von Roni Waldo nicht verwerten. Somit blieb es beim verdienten 1:0 Testspielerfolg für den HSV. Erstes Testspiel der Saison, wie fällt erstmal dein erstes Fazit aus dazu? Ja, ich glaube, es war ganz gut. Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Haben natürlich gewonnen, das ist auch immer sehr, sehr schön fürs erste Testspiel. Nichtsdestotrotz war natürlich noch nicht alles gut, aber wir sind am Anfang der Vorbereitung. War das erste Spiel und darauf kann man, glaube ich, aufbauen. Ja, wir haben gewonnen. Ich glaube, das ist die schönste Geschichte, dass noch nicht alle Abläufe so funktionieren. Das ist völlig klar. Trotzdem hat man es immer mal wieder gesehen, was wir vorhaben und dass das auch gut klappt. Und ich glaube, darauf können wir echt aufbauen. Ja, wie viel hat von dem schon heute funktioniert, was sich Tim Walter vorstellt? Ja, ich denke schon einiges. Natürlich haben wir auch Bälle drin gehabt, die halt nicht so funktioniert haben. Aber wichtig ist, glaube ich, erstmal, dass wir die Bereitschaft haben, dass wir die Bereitschaft zeigen und dass wir mutig sind. Und dann können auch Fehler passieren, das ist gar nicht weiter schlimm. Wichtig ist, dass wir es weiter trainieren, dass wir es weitermachen. Und ja, bei einigen Situationen hat man es wirklich gut gesehen, fand ich. Ja, ich würde schon sagen, relativ viel. Also wir haben es, glaube ich, ganz gut umgesetzt, was der Trainer uns vorgegeben hat. Haben immer diese Anschlussaktionen mit drin gehabt und das hat uns, glaube ich, gerade im Spielaufbau heute sehr geholfen. Ja, was hat noch gefehlt? Wo steht jetzt noch in den nächsten Tagen Arbeit an? Ja, ich glaube, gerade wenn man vielleicht die eine oder andere Torchance noch nutzen könnte, dann geht das Spiel vielleicht noch höher aus. Klar hat der Gegner sicherlich auch die eine oder andere Torchance, aber ich glaube, das ist dann ja, daraus gekommen, dass wir Fehler gemacht haben. Die müssen wir natürlich abstellen, aber ich glaube,
in der Vorbereitung ist normal, dass ein bisschen ja, die Beine schwer sind und dass dann auch mal ein Fehler passiert. Ja, sicherlich können wir noch alles verbessern, die komplette Spielidee einfach besser umsetzen. Das kann man nicht, glaube ich, von heute auf morgen lernen, das braucht auch einfach ein bisschen Zeit. Aber wichtig ist, dass wir es alle versuchen umzusetzen. Ja, vielleicht einmal noch zu dir, so wie hat es sich jetzt angefühlt, das erste Spiel dann mit der Raute mal auf der Brust, auch wenn es nur 45 Minuten waren? Ja, ich habe lange drauf gewartet, von daher ist es wirklich ein schönes Gefühl. Wir haben direkt gewonnen und das ist natürlich alles, was zählt. Ich bin froh, hier zu sein und freue mich auf das, was kommt.